Vers 17. Daraufhin geht derselbe große persönliche Gott in den drei Formen Vishnu, Prajapati und Shyambhu in das materielle Universum ein und beginnt mit dem Spiel der Erhaltung, Schöpfung und Vernichtung der Welt. Dieses Spiel beschränkt sich auf die materielle Sphäre. Da die materielle Sphäre eine Verzerrung ist, zieht es der mit Mahavishnu identische höchste Herr vor, sich mit der Göttin Yoga Nidra zu vereinigen, der Verkörperung seiner eigenen, von der ekstatischen Trance ewiger Glückseligkeit erfüllten spirituellen Chitkraft, die mit seiner göttlichen Persönlichkeit harmoniert. Erläuterung: Die abgesonderten Teile der Göttlichkeit, nämlich Prajapati und Shyambhu, die sich beide als von der göttlichen Essenz getrennte Wesen verstehen, vergnügen sich mit ihren jeweiligen nicht-spirituellen, in Klammer Achit, Gefährtinnen, nämlich Savitri Devi und Uma Devi, den verzerrten Spiegelbildern der spirituellen Chitkraft. Der höchste Herr Vishnu, der einzige Gebieter der spirituellen Chitkraft, die Rama oder auch Lakshmi heißt.